Im letzten Video konnten Sie sehen, wie Sie den E-Mail-Client Windows Live Mail über die Programmsuite der Windows Essentials 2012 von der Microsoft-Internetseite herunterladen und installieren können. Wenn Sie sich nun ein E-Mail-Konto einrichten möchten, brauchen Sie hierfür zunächst eine E-Mail-Adresse. Gehen wir hier in diesem Fall einmal davon aus, dass Sie noch keine E-Mail-Adresse haben. Es gibt, auch wenn Sie schon eine E-Mail-Adresse von Ihrem Provider hätten, zusätzlich noch die Möglichkeit, sich kostenlos die eine oder andere E-Mail-Adresse im Internet zu besorgen. Hierfür gibt es verschiedene Anbieter. Einige der bekanntesten sind GMX, Web.de, T-Online und Freenet. Hier in diesem Beispiel besorgen wir uns eine E-Mail-Adresse von T-Online. Danach zeige ich Ihnen, wie Sie direkt über Ihren Internetbrowser auf Ihren Account, so nennt sich Ihr E-Mail-Konto, zugreifen können. Danach richten wir dann unser Postfach direkt unter Windows Live Mail ein. Okay, legen wir los. Geben Sie zum Einrichten einer kostenlosen E-Mail-Adresse in Ihrem Internetbrowser über die Suchmaschine Google T-Online ein. Im ersten angezeigten Suchergebnis klicken Sie bei T-Online auf den Link E-Mail. Auf der nun angezeigten Seite klicken Sie rechts unten auf den Link Jetzt registrieren. Füllen Sie nun das auf dem Bildschirm erscheinende Kontaktformular mit Ihren persönlichen Daten aus. Hier in diesem Beispiel sieht das dann am Ende so wie hier gezeigt aus. Geben Sie nun den Sicherheitscode, den Sie von der Grafik ablesen können, in das dafür vorgesehene Eingabefeld ein. Danach bestätigen Sie noch die allgemeinen Geschäftsbedingungen und klicken zum Abschließen der Anmeldung auf den gleichnamigen Button. Wenn alles geklappt hat, erhalten Sie dann eine entsprechende Erfolgsmeldung. Wechseln Sie nun über den Link zum E-Mail-Sender in Ihr neu eingerichtetes Postfach. Den Willkommensdialog klicken Sie einfach über die Schaltfläche Schließen weg. Die Handhabung eines im Internetbrowser aufgerufenen Accounts ist fast 1:1 identisch, wie wenn Sie Ihr E-Mail-Konto über das Programm Windows Live Mail aufgerufen hätten. Deshalb hier nur eine kurze Einführung der Bedienung dieser Seite. Momentan befindet sie sich im Posteingang, erkennbar an der pinkfarbenen Hervorhebung des Namens. Eine E-Mail, die Sie bisher nicht gelesen haben, ist erkennbar an der rechts stehenden 1 neben dem Namen Posteingang. Möchten Sie diese ungelesene Mail lesen, klicken Sie diese einfach im Inhaltsbereich an. Lesen Sie die Nachricht und kehren Sie dann per Mausklick zurück zum Posteingang. Rechts des Namens steht nunmehr keine Zahl mehr. Hier im Beispiel war dies ja vorher eine 1 für eine ungelesene Nachricht. Da diese von Ihnen ja gerade geöffnet und gelesen wurde, hat dies das Programm registriert und Sie haben somit logischerweise momentan keine ungelesenen Nachrichten mehr im Posteingang. Wenn Sie eine E-Mail schreiben möchten, klicken Sie auf die gleichnamige Schaltfläche links oben. Im Ordner Entwürfe werden noch nicht ganz fertiggestellte Nachrichten, die Sie verfasst haben, abgelegt. Der Spam-Ordner dient hauptsächlich dazu, Werbe-E-Mails, die von außen kommen, direkt dorthin abzulegen. In den Papierkorb legen Sie die E-Mails, die für das spätere endgültige Löschen gedacht sind. Bekommen Sie zwischenzeitlich eine neue E-Mail, wird Ihnen diese zusätzlich zur erscheinenden 1 rechts des Eintrages Posteingangs im Inhaltsbereich fett angezeigt. Zum Lesen, also zum Öffnen, klicken Sie diese E-Mail dann einfach wieder an. Möchten Sie diese Nachricht gleich unmittelbar nach dem Lesen in den Papierkorb verfrachten, klicken Sie oben auf die Schaltfläche Löschen. Zurück zur Navigation im linken Bereich des Fensters. Der Ordner Gesendet beinhaltet die E-Mails, die Sie an Ihre Empfänger verschickt haben. Des Weiteren könnten Sie weitere Ordner über das Plus-Symbol anlegen. Wenn Sie später mit dem E-Mail-Client Windows Live Mail arbeiten, werden Sie sehen, dass die Bedienung fast gleich funktioniert. Der wohl größte Vorteil vom Öffnen des Postfaches direkt im Browser ist wohl der, dass Sie von jedem Standort auf der Welt, einen Internetzugang vorausgesetzt, auf dieses Postfach zugreifen können. Okay, lassen wir es hier aber momentan gut sein.
Um sich ordnungsgemäß abzumelden, klicken Sie nur noch auf die Schaltfläche Logout. Das müssen Sie übrigens bei jeder erneuten Sitzung machen, wenn Sie sich von Ihrem Postfach, welches Sie direkt im Browser geöffnet haben, korrekt abmelden möchten. Daraufhin erhalten Sie eine Meldung, dass Sie sich erfolgreich ausgeloggt haben. Möchten Sie später erneut eine Sitzung starten, öffnen Sie die Startseite von T-Online und geben dort dann Ihre Benutzerdaten oben rechts im Fenster ein. Denken Sie daran, egal wo Sie sind, natürlich vorausgesetzt Sie haben einen Computer mit Internetzugriff, können Sie von dort aus auf Ihr E-Mail-Konto zugreifen. Nach der Eingabe klicken Sie auf die Schaltfläche Login und schon befindet sich wieder fast in Ihrem Postfach von T-Online. Was noch fehlt, ist ein weiterer Klick auf den Link E-Mail. So, jetzt endlich, nach dem erneuten Abmelden von Ihrem T-Online-Konto, richten wir nun unser im letzten Video heruntergeladenes Programm Windows Live Mail ein. Da jedoch dieses Video hier wieder erwartend lang geworden ist und Ihre Aufmerksamkeit dadurch vielleicht schon ein wenig gelitten hat, verschieben wir die Einrichtung und die erste Bedienung auf unser nächstes Treffen. Also dann, bis zum nächsten Video. Ich freue mich, dann Sie hoffentlich wieder als Zuschauer begrüßen zu dürfen.